Guten Tag, mein Name ist Rico Korschat. Ich arbeite im Bereich Besucherservice hier im Residenzschloss Altenburg und ich möchte Ihnen eine Gartengeschichte erzählen. Ich stehe hier in einem Bereich der Ausstellung, der Herzog Johann von Sachsen-Weimar gewidmet ist. Eine Persönlichkeit, die für den Schlossgarten von ganz großer Bedeutung ist, denn er gilt als der eigentliche Begründer des Schlossgartens. 1592 wird er häufig als Jahr genannt, in dem der Garten angelegt worden ist. Und das geht ganz wesentlich auf ihn hier zurück. Herzog Johann ist eine Persönlichkeit, die nicht mehr allzu bekannt ist heutzutage. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass er nicht so alt geworden ist, nur 35 Jahre. Also er wird 1570 geboren und stirbt schon 1605. Und es hängt auch damit zusammen, dass er nur der Zweitgeborene seines Vaters Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar gewesen ist. Also die Regierungsgeschäfte hat dann sein älterer Bruder Friedrich Wilhelm geführt. Beide stehen zunächst noch unter Vormundschaft des sächsischen Kurfürsten. Das ist vor allem für ihn recht prägend gewesen, denn er hat einige Jahre auch am Hof in Dresden verbracht, was überwiegend seine Pubertät gewesen ist. Und das muss ihn wohl ganz stark geprägt haben. Insbesondere die Renaissancekultur am Dresdner Hof, das hat ihn also offensichtlich fasziniert, denn die freie Zeit, die er ja als Spätgeborener hat, man findet also ein recht bequemes Arrangement mit seinem Bruder, dass er ihm die Regierungsgeschäfte überlässt und dafür eine finanzielle Abfindung bekommt. Diese Zeit und die finanzielle Abfindung nutzt er dann vor allem für Reisen. Ja, ganz wichtig ist eine Reise nach Italien, die er im Sommer 1589 antritt. Der Weg führt ihn damals über Süddeutschland, nach Tirol und bis nach Venedig. Und das hat ihn offensichtlich ganz stark geprägt und beeindruckt. Insbesondere die dortige Gartenbaukunst, die damals in Deutschland noch nicht wirklich entwickelt war, das hat ihn wohl stark geprägt, weil kaum als er dann hier wieder nach Deutschland kommt und 1592 in Altenburg die Chance bekommt, eine eigene Residenz zu bilden, ist eigentlich die erste Amtshandlung, dass er hier in Altenburg einen Schlossgarten anlegen lässt. Ja. Das ist der Bereich, der auch heute noch als Schlossgarten dient. Offensichtlich eine recht schwierige Aufgabe gewesen. Man liest seinerzeit, dass also erhebliches Geröll und Gestrüpp entfernt werden muss, Unebenheiten des Geländes müssen ausgeglichen werden und erst dann hat man eigentlich die Möglichkeit gehabt, dort einen Garten anzulegen, wie man es sich seinerzeit vorgestellt hat. Das waren also geometrische Formen, die dort vor allem aus Hecken gebildet worden sind. Also das ist ganz typisch für die Renaissancezeit, dass man also versucht, geometrische Formen in die Natur zu bringen und sozusagen das Wilde aus der Natur herauszubekommen und das mit diesen geometrischen Formen zu bändigen. Ja. Das geht also ganz wesentlich auf ihn hier zurück und auch die ersten Bauwerke seiner Zeit werden schon von ihm errichtet. 1594, 95 das erste Lusthaus. Wir sehen es hier in der Ausstellung auch auf einem Merianstich, eine Abbildung von diesem Lusthaus. Das ist auch der Platz, auf dem heute das barocke Lusthaus steht. Ja, also die Grundstrukturen des Gartens, die sind ganz wesentlich unter Herzog Johann angelegt worden und existieren eigentlich in der Grundstruktur auch bis ins 18. Jahrhundert, bis ins späte 18. Jahrhundert, als dann die Überformung zum englischen Landschaftsgarten einsetzt.